bin der Stefan, bin 21 und aus Wien. Ich bin seit dem letzten Jahr beim Team Rinko für Dwerix. Also ich kann mich erinnern, wie ich vor einigen Jahren bei der Tour of Austria, das war damals unten beim Kitzbüheler Horn, die Teams abgepasst habe und nach Flaschen gefragt habe und habe da sehr groß aufgeschaut zu den Fahrern. Von dem her wird mir das extrem viel bedeuten, da am Start zu stehen. Und es ist ein Wahnsinnsgefühl und alle Bekannten fragen immer nach der Tour of Austria. Und ist natürlich für jeden österreichischen Sportler ein großes Highlight. Heuer wird die Etappe ein bisschen schwerer. Sie kommt von Maria Tafal, geht dann über St. Leonhard nach Weidhofen, kommt dann nach Oberösterreich in Garfland, geht dann über Weiher, Großraming. Hier in Großraming gibt es noch mal eine Sprintwertung, bevor wir über die Schifthaler Höhe nach Steyr fahren. Ich bin der Bürgermeister von Großraming, Günther Großauer. Wir freuen uns irrsinnig, wenn es am 4. Juli zu uns kommt und da eben die Sprintwertung bei uns am Kirchenplatz habt. Und wir freuen uns schon, wenn es da vorbeikommt. Alles Gute. Richtung Steyr fahren wir dann nochmal über die Sass drüber und dann wird nochmal ein schwieriges Finale nach der ersten Durchfahrt sein. Über St. Ulrich und Borscheberg. Boah, also wenn du das geschafft hast, geht's nur mehr Richtung Ziel. Aber steil ist geil. Es ist unglaublich, was die Athleten da leisten. Ich bin da an der Kreuzung gestanden und habe mir das angeschaut. Also ich war echt baff und ich habe allerhöchsten Respekt vor dieser sportlichen Leistung, die da erbracht wird. Borscheberg ist halt nochmal ja, richtig ein schwerer Anstieg. Da sieht man, die Jungs leiden und es ist eine Attraktion und das wird heuer sicher wieder gut besucht werden. Das lasse ich mir sicher nicht entgehen. Also der Steyr ist ein tolles Sportfest. Wir hoffen auf schönes Wetter. Dann werden die Bilder natürlich genial sein. Hier der Startplatz bildet eine super Kulisse und es werden viele Zuschauer hier sein und auch dann die Sportler anfeuern ordentlich. Ein Highlight im Sportjahr der Stadt Steyr. Ich freue mich riesig, dass das zweite Mal nacheinander da stattfinden kann. Wir würden uns freuen, wenn der Oberösterreicher gewinnt, möglicherweise auch ein Steirer. Wir haben auf jeden Fall einen Heimvorteil, wir kennen die Straßen. Es ist schwierig zum Schluss und das sollte dann schon passen für uns.